Moin Moin und willkommen Kampf. Zurück zu Let's Play Pokémon Diamant, Redlock, bla bla bla. Wir haben das letzte Mal die Geisterarena geschafft. Mist, das will ich ja doch. Aber ist egal. Ich habe weiße Attacken. Ja, wir haben die Geisterarena geschafft und sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Stadt und damit quasi auch schon zur nächsten Arena. Wobei ich ja vorher noch die Höhle machen kann, was an sich aber auch wieder egal ist, weil die Höhle wahrscheinlich Sprudel übernehmen wird. Und das bedeutet, im Endeffekt werde ich wahrscheinlich vor der Arena wieder stehen und mir denken, ich bin nicht auf dem Level des Arena-Leiters, ich könnte noch leveln. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, scheiß drauf, ich werde es nicht machen. Und dann werde ich ein paar Pokémon verlieren im Arena-Leiter-Kampf, so 3 oder 4. Und dann denke ich mir so, ja scheiß, jetzt mal gelevelt. Und dann denke ich mir so, ach kacke. So ähnlich wird es laufen. Oder auch nicht. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte jetzt eigentlich schon quasi direkt in die nächste Arena gehen, wenn ich in der Stadt bin. Glaube ich. Moment mal. Kommt nicht gleich noch ein Rivalenkampf mit Pearl? Und wieso hast du Aurasphäre? Stimmt, Torekis lernt von selbst Aurasphäre. Ich kann jetzt nicht sagen, ob dieser Crit wichtig war oder nicht. Aber es war ein Crit und ein Pokémon ist gestorben. Darüber darf ich mich aufregen. Also tue ich das auch. Ich meine natürlich. Hi. Das wollte ich übrigens gar nicht. Leuchtet. Honigkuchen, du bist sowas von tot. Leuchtet, das ist Himmelsfeger. Ja. Gut, geht daneben, zumindest etwas. Ja. Jetzt kommt der schöne Teil. Jetzt darf ich mir nämlich mit Honig. Ach stimmt, das heißt ja nicht Honigkuchen, das ist der Honigkuch. Habe ich auch völlig vergessen. Gar nicht drauf geachtet in letzter Zeit. Jetzt darf ich stallen. Turbo-Tempo geht daneben? Bei Turbo-Tempo bin ich mir sicher, dass es eine Trefferchance von 100 hat. Wieso geht das daneben? Da bin ich mir jetzt aber mal ganz sicher. Tusi Google. Turbo-Tempo. Hat 100 Genauigkeit, 80 Stärke. Okay, wieso zum Henker ging das daneben? Ich meine, ich will mich nicht beklagen, ne? Ist natürlich kein Problem. Und das Schöne ist, dass ich erstaunlicherweise diesen Kampf immer noch gewinnen kann. Wenn halt der Himmelsfeger mich nicht killt. Aber da ich jetzt den dritten Blockbefehl drin habe, könnte es vielleicht sogar überleben. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher. Aber solange ich stallen kann, wird auf lange Sicht dieses Torekis sterben am Toxin. Ich mache jetzt mal Preemptive Heilbefehl. Geht wieder daneben. Oh mein Gott. Ich glaube, den Kampf gewinne ich. Was fast schon erstaunlich ist. Ja, nächste Runde besiegt. Greife ich sogar nochmal an. Aber hier sieht man auch gerade ein bisschen den Grund, warum ich warum ich jetzt nicht unbedingt Honigkuchen im Team haben wollte. Halt alleine aus dem Grund, dass es wieder so ein Pokémon ist, mit dem ich nicht wirklich angreife, sondern nur stalle. Und das ist ein bisschen doof. Für ein Playthrough eigentlich ziemlich ungeeignet. Schlitzer, ja wunderbar, damit kann ich zumindest ein bisschen besser angreifen, also weg mit der Zornklinge. Jetzt stehe ich übrigens vor einer Entscheidung, bei der ich mir wieder nicht hundertprozentig sicher bin, wie ich sie treffen muss. Ich würde sagen, ich muss ja jetzt ein neues Pokémon wieder ins Team nehmen.
Und ich würde ja behaupten, da Honigkuchen ein Weibchen ist, dürfte ich jetzt auch... verdammt, welches Bogen war es überhaupt nochmal? Ich habe schon vergessen, welches es war. Ich hatte ein weibliches Pokémon mit neutralem Wesen. Und ich hätte behauptet, das dürfte ich jetzt auch nehmen. Es müssen ja nicht beide das neutrale Wesen haben. Weil das halt so unwahrscheinlich ist, dass das mal eintritt. Deswegen, ich glaube, die Regel werde ich nie wieder benutzen, einfach weil ich sie selbst nicht so richtig verstehe und ein bisschen unhandlich finde. Also, was soll's. Genau, Nidorina war das. Ist aber vielleicht nicht das beste Team, also vielleicht lasse ich es auch lieber. Jedenfalls, erstmal Sprudel. Sprudel war echt lange dabei, merke ich gerade sogar. Richtig lange dabei. Wann haben wir da eigentlich gefangen? Vor dem zweiten Orden auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau wann. Das ist schon lange, lange her. Aber... ich kann es nicht mehr freilassen, weil es mein einziges Surfer-Pokémon ist. Und es kann sogar sein, dass... doch, ich habe auf jeden Fall Wodka. Es kann Surfer lernen. Und Milch kann auch Surfer lernen. Ja gut, dann machen wir es so. Erstmal, also Sprudel, du warst lange dabei. Ja, so lange, dass ich nicht mehr weiß, wann du dazugekommen bist. Gutes Pokémon, wirklich ein sehr gutes Pokémon. Aber ja, Crit, ne? Crit happens und so schön. Mach's gut. Ich setze jetzt erstmal in die Box hier. Ich kann es wahrscheinlich erst wieder freilassen, wenn ich ein anderes Pokémon mit Surfer habe oder so. Ich weiß ja nicht, wie die Regel dafür war. Ich gucke mich immer an, das da, um das freizulassen. Auf jeden Fall nehme ich jetzt... ich weiß nicht. An sich muss ich Wodka oder Milch mitnehmen. Formulieren wir es mal so. An sich muss ich eines von den beiden mitnehmen. Weil ich wieder Surfer im Team brauche. Und das bedeutet, ich müsste auf jeden Fall halt eins von beiden mitnehmen, weil die Surfer lernen können. Ich glaube, sonst kann das hier niemand. Aber ich glaube, Nidorina könnte Surfer lernen. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Moment mal, an sich. Das wäre sogar witzig, wenn Nidorina dann als Pokémon namens Fisch Surfer lernt. Guck das jetzt nach. Ich muss das jetzt nochmal googeln. Ich weiß nicht, ob Nidorina Surfer lernen kann. Falls ja, würde ich es nämlich wahrscheinlich sogar mitnehmen. Das wäre nämlich keine schlechte Typkombination. Also keine unbedingt schlechte Typkombination. Ist vielleicht auch nicht die beste, aber es ist nicht schlecht. Vierte Generation. Nein, kann kein Surfer lernen. Aber Nidoqueen kann Surfer lernen, da bin ich mir sicher. Nidoqueen. Zumindest konnte es das in der ersten. Lass mal sehen. Vierte Generation. Ja, kann Surfer lernen. Da ich aber keinen Mondstein habe, ist das relativ wurscht. Schade. Ich hätte es mitgenommen. Ich hätte es wirklich mitgenommen. Ich mag Nidoqueen durchaus auch eigentlich ganz gerne. In dem Fall würde ich aber sagen, ich nehme Wodka mit. Scheint nie ein bisschen Wodka im Team zu haben. Oder eine Tasche. Das kann ich aber brauchen. So. Bedeutet, Honigkuchen wird es wahrscheinlich eine Weile wieder nicht kämpfen. Du kriegst dann erstmal den EP-Teiler. Ich denke, wir öffnen euch beide eine niedrige Initiative. Das dachte ich mir eigentlich schon. Du kriegst die Flinkklaue. Und Wodka kriegt auf jeden Fall natürlich erstmal Surfer, weil ich zwanghaft Surfer brauche. Ja, scheiße, Superschall. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ich jetzt wieder ein Pokémon mit Surfer im Team habe, kann ich vielleicht auch
geht das jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay. Ist ja an sich ganz schlau gemacht, dass man nämlich nicht das Pokémon, dass man nicht zum Beispiel mit Fleetbook sitzt, keine Pokébälle, kein Geld und kein Pokémon mit Surfer hat, weil dann säße man ja und kein Fliegen und kein Pokémon, was fliegen lernen kann, dann sitzt man da fest und kann nichts machen. Wäre dumm. Hat man dann gedacht. Finde ich auch gut. Ich meine, ich glaube, diese Situation zu schaffen ist so ziemlich unmöglich, aber in der Theorie ist es möglich. Ich könnte mir zum Beispiel, ich könnte all mein Geld ausgeben für irgendwelche Items, die dann alle wegschmeißen, dass ich auch keine Items zum Verkaufen habe. Alle meine Pokémon freilassen, bis auf einen Safcon vielleicht. Wobei Safcon ist ein schlechtes Beispiel, weil Smetbo kann, glaube ich, fliegen lernen. Ach, ich weiß auch nicht. Whatever, jedenfalls, ja, theoretisch geht das. Ich nehme an, das war mal ein Carpador-Trainer. So in Anbetracht der Tatsache, dass er 5 Pokémon hat und das erste von den Rabauts ist, was auch nicht gerade stark ist. Oh mein Gott, es hat Mobili. Was soll ich dagegen nur tun, außer warten, dass dann in der zweiten Runde kaputt hauen. Ich glaube übrigens nicht, dass wir den Rivalenkampf heute. Also ich glaube, in Fleet bekommt ein Rivalenkampf auf der Brücke. Vielleicht war es ja erst auf dem Weg nach draußen, aber ich meine schon auf dem Weg rein. Ich glaube, den werden wir heute nicht mehr sehen, den Kampf. Einzig allein aufgrund der Tatsache, dass hier auf dieser Route noch dieser Trainer ist und ich glaube noch 2 weitere. Und allein dieser hier könnte sich noch ein bisschen ziehen. Weiß ja nicht nur, was stand da, Stolos oder Stalos? Ist eigentlich völlig egal, dafür haben wir Steak mit Knochen. Stolos. Wobei ich jetzt zugegebenerweise sagen muss, Stolos finde ich nicht cool. Das ist nämlich gar nicht mal so ungefährlich. Theoretisch. Vor allen Dingen hat es, das hat Stalos auch eine ziemlich hohe Verteidigung, also ich nehme alles zurück. What the fuck, Steak, was machst du mit dem Viech? Übertreib halt. Steak denkt sich so, das soll gefährlich sein? Komm mal her, ich zeig dir, wie man das macht. Wow. Also Steak denkt sich halt so, ne, ist klar. Yay, Spotlight, ich muss dieses Pokémon angreifen und kann keine anderen. Welche anderen? Merkst du was? Nein? Gut, dachte ich mir irgendwie. Das Schöne ist, Vanilla kriegt jetzt wahrscheinlich erstmal mit jedem besiegten Pokémon ein Level ab eine Weile. Blöde ist, jetzt bin ich eigentlich wirklich gezwungen, demnächst mal eine komplette Trainingssession für Wodka und Honigkuchen einzulegen. Eigentlich, praktisch habe ich da keinen Bock drauf. Matrose Rappo oder Rappo. Was ist das für ein Name? Habe ich auch noch nie gehört. Rappo. Wobei Rappo noch witzig wäre, irgendwie, das ist. Der ist dann halt wirklich irgendwie so. Eigentlich ist er also hauptberuflich Matrose, nebenberuflich ist er tatsächlich nur Rapper und dann ist es halt Rappo der Rapper.
Das klingt ja ungefähr so dumm, wie es ist. Aber hey, als Künstlername könnte man es glatt machen. Weil es gibt Leute, die finden das wahrscheinlich nur witzig. Und nicht zu offensichtlich und etwas... etwas wenig einfallsreich, könnte man ja behaupten. Also ich muss ja sagen, ich habe am Anfang gedacht, okay, Knogger, ja, vielleicht cool, aber wird wahrscheinlich nicht so das nützlichste Pokémon. Diese Vermutung hat sich absolut nicht bewahrheitet. Knogger ist gut. Richtig gut. Ankerlichten, wir sind gesunken oder so. Dann machen wir den noch. Dann kann ich wahrscheinlich noch die Beeren davon einsacken, dann ist auch gut für heute. Na, wobei. Der hat nur einen Pokémon, das ist ein Porenta. Oh, ich merke was. Er ist der Gitarrist und Porenta hält sich für einen Dirigenten mit der Lauchstange. Man merkt vielleicht, dass mir das ein bisschen langweilig ist dabei, weil ich rede schon wieder nur Bullshit. Nur Bullshit. Eigentlich wie immer. Aber was soll's. Wobei ich stelle es mir gerade echt witzig vor. Stellt euch ein Symphonieorchester vor, was gerade, keine Ahnung, Beethoven spielt oder sowas. Und vorne steht kein Dirigent, sondern ein Porenta mit seiner Lauchstange. Die Idee ist so dumm, dass sie mir gefällt. Was haben wir hier schon? So Kiefebeeren, was auch immer die machen. Das hier war in der dritten Gen der typische Busch für Persimbeeren, glaube ich. Es sind sogar hier Persimbeeren. Oh mein Gott, man könnte meinen, sie haben einfach den Sprite übernommen. Und das hier waren, glaube ich, Fragia. Jo. Meine Güte, ich habe die dritte Gen so oft gespielt, dass ich den Scheiß auswendig kann. Da unten ist aber, glaube ich, nichts mehr. Also auf in die nächste Stadt. Ey. Was willst du? Ach so, ja. Genau. Du schenkst mir jetzt hier Pokédex-Aktualisierung. Mit der ich jetzt irgendwie mehrere Formen oder was war das erkennen kann. Ja, zum Beispiel die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Pokémon. Oder auch zum Beispiel die Unterschiede zwischen den pinken und den blauen Schalellos. Und was weiß ich, was es nicht noch alles für Unterschiede gibt. Erstmal shoppen gehen. Hyperbälle, wie wär's mit 11? Supertränke, wie wär's mit... Oh, das ist doch... Hypertränke, wie wär's mit... 19? Man merkt vielleicht, ich stocke einfach mein Arsenal nochmal etwas heftig auf. Darf auch nochmal 11. Oh, und ganz wichtig... Oh, Topschutz. Superschutz lohnt sich zwar irgendwie mehr, könnte man sein... vielleicht nehme ich sogar lieber diesen... Die Schutze kann ich nämlich in der Höhle gut gebrauchen. Kann ich noch irgendwas verkaufen vielleicht? Ja, komm, Honig, auch wenn er nichts bringt. Mini-Pilz, eh nur zum Verkaufen, glaube ich, da. Das war's quasi schon wieder. Ich könnte noch TMs verkaufen, aber... Oh, komm, hier die Zauberorben. Angeberei. Psycho-Plus. Das behalte ich sogar mal. Ich sollte vielleicht mal nachgucken, ob das jemand lernen kann. Habe ich schon eine Weile nicht mehr nachgeguckt, ob wir irgendwelche nützlichen TMs haben. Kann jemand Spukball lernen? Nein. Kann jemand Schockwelle lernen? Ich glaube nicht, aber... Oh, aber ja, Energy, aber Energy braucht es nicht. Rohr brauche ich nicht. Lake könnte natürlich Wodka lernen. Wodka hat jetzt aber Surfer. Deswegen ist doch das nicht wichtig. Wie wäre es mit Ableitieb? Kann, glaube ich, auch keiner lernen. Nee. Silberhauch. Okay. Lohnt sich das? Ich
glaube nicht, weil ich hat die Attacke immer nicht nur 5 AP, deswegen vielleicht lieber nicht. Und das kann auch keiner lernen, ja, so viel dazu. Ich könnte natürlich auch, merke ich gerade, Wodka zu einem VM-Sklaven machen. Das kann auf jeden Fall noch Zerschneider lernen. Oh nee, komm, das lassen wir erstmal. Also Zerschneider, ohne Zerschneider geht es bisher ganz gut. Habe ich eigentlich ein Pokémon, was Stärke kann dabei? Muss ich mich gerade mal so fragen, hat irgendjemand in meinem Team Stärke? Nee. Könnte ich aber vielleicht mit Browser oder Steak beibringen. Aber auch damit warte ich erstmal, bis ich es brauche. Das war's erstmal für heute jedenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.